Eigentlich ist ein Supermarkt ja kein Ort, um in Ruhe zu reden, schon gar nicht mit Fremden. Trotzdem, seit einem Jahr macht das Michael Tress jeden Donnerstag. Jetzt bin ich gespannt, wer kommt, ob wer kommt. Meistens kommt schon irgendjemand, aber das weiß ich im Vorfeld nie, wer kommt. Das ist immer das Spannende. Dann heißt es, warten, lächeln, Blickkontakt suchen. So versucht er, die Laufkundschaft auf sich aufmerksam zu machen. Tress ist überzeugt, Seelsorge geht auch im Supermarkt. Hier im Globus, wo alle Leute eigentlich rundherum sitzen, aber keiner hört zu. Von den Nachbartischen hat noch nie jemand zugehört. Ja. Eine ganz vertraute, relativ persönliche Atmosphäre ist hier möglich. Und das ist toll. Und so erzählen ihm die Leute manchmal ganze Lebensgeschichten. Oder sie reden mit ihm halt nur über das Wetter oder Fußball. Guten Morgen. Heute läuft es bislang noch nicht so gut. Manche kommen aber jede Woche zu Michael Tress. Jürgen Kaluzer zum Beispiel. Er mag die Unterhaltungen. Wir kratzen eigentlich alle Themen an. Themen, die nicht unbedingt auf die Religion bezogen sind. Sondern wir gehen also die gesamte Thematik von irgendetwas durch. Und kommen also seit Monaten wunderbar miteinander aus. Die Idee für die Seelsorgestunde hatte Michael Tress übrigens auch hier im Supermarkt. Er hat an der Kasse mitbekommen, dass sein älterer Herr jeden Tag 3 Tomaten kauft, nur um ein paar Worte mit der Kassiererin zu wechseln. Deshalb sitzt er jetzt hier und hört den Menschen zu. Dieses Ehepaar kennt er schon. Ja, ich vorher habe ich mal Urlaub gehabt. Weil ich mir schon gedacht habe, sie kommen vielleicht nicht mehr. Doch, ich komme immer. Auf viele Jahre, solange wie ich kann. Schön. Aber wenn ich krank bin oder Urlaub habe, dann ist es klar. Genau. Es ist kurz nach 10 und die Stunde ist vorbei. Schönen Tag. Danke ebenfalls. Jemand Neues hat er heute nicht kennengelernt. Ist aber nicht tragisch. Die Gespräche, die ich gehabt habe, waren schön. Eins war auch ein bisschen intensiver. Da konnte ich, glaube ich, auch ein bisschen trösten. Ist mir selber auch nahe gegangen. Aber ich bin ganz zufrieden mit diesem Vormittag. Nächsten Donnerstag wird er wieder hier sitzen. Und es wird sicher wieder ganz anders.